Die Saison der Mieter- und Stadtteilfeste ist in aller Regel ja im und um den Sommer herum angelegt. Wenn nun schon am 18. Januar ein festlicher Termin im Kalender stand, dann hatte das natürlich einen guten Grund. Vor fast 10 Jahren eröffnete hier im Wohnquartier Neustrelitzer Straße 103 bis 109 in Kooperation mit dem ASB ein neuer Bewohnertreff der Neuwoges. Damit konzentriert sich auch das gemeinsame Projekt Wohnsozialisierungshilfe im Quartier an diesem Standort. Bewohnertreffleiterin Diana Lange vom ASB ist von Beginn an hier die gute Seele und Ansprechpartnerin für jede Lebenslage. Ziel war und ist es, sozialen Problemen und Konflikten so anders und vor allem besser als mit Kündigungen oder Zwangsräumungen zu begegnen. Naja, Aufgabe der Neuwoges als kommunaler Wohnungsgesellschaft ist es ja, gerade auch Wohnraum anzubieten, ich sag mal, für solche Menschen, die es alleine auch schwierig haben, sich am Wohnungsmarkt zu versorgen. Und das führt dann manchmal zu nicht so ganz einfachen Nachbarschaften. Und das ist hier das Gebäude hinter uns eins, wo sich das auch ein ganzes Stück konzentriert hat. Und insofern haben wir nach Auswegen gesucht, um, ich sag mal, die Verhältnisse im Haus als auch mit den Nachbarn zu verbessern. Und eins davon war die Idee, Betreuungs- und Begegnungsstätten zu installieren. Zum einen, damit die Bewohner, von denen viele ja den ganzen Tag zu Hause sind, auch mal Möglichkeiten haben, rauszugehen, aber auch in der direkten Nachbarschaft Ansprechpartner zu finden, um möglicherweise ihre Probleme auch besser in den Griff zu bekommen. Und wie wir jetzt 10 Jahre später sehen, hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert. Vor 10 Jahren wurde mit dem Bewohnertreff der Grundstein gelegt für ein Projekt, das vor Wohnungslosigkeit bewahrt und soziale Hilfe bieten kann. Ein kleiner Rundgang verdeutlichte die inzwischen weiter gewachsene Angebotsvielfalt hier vor Ort. So gibt es einen interkulturellen, inklusiven Generationsgarten. Und auch der Jugendclub Connex ist seit 2014 hier zu Hause. Dieser profitiert natürlich auch besonders vom beliebten und gut ausgestatteten Spielplatz und Sportbereich vor dem Haus. Zum Projektgeburtstag konnte Connex-Leiter Hannes Belo ein Netz neuer Basketbälle in Empfang nehmen und probierte diese natürlich auch aus. Treffer. 2016 wurde das Projekt Wohnsozialisierungshilfe im Quartier mit dem bundesweiten Preis Soziale Stadt ausgezeichnet. Seit 2019 ist auch das gemeinsame Stadtteilbüro Süd von Neuwoges ASB Stadt und Neuwoba hier ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die Quartiersarbeit. Ja, es ist natürlich super, dass wir hier mit gleich 3 Stationen sozusagen direkt zusammenarbeiten können. Eben der Jugendclub Connex und der Bewohnertreff, der mehr hier so für die Mieter gleich im Umkreis ist. Und ich habe so das ganze Stadtteil im Blick, aber das ergänzt sich natürlich einfach gut, sodass eben auch viele Gruppen oder Treffen, Veranstaltungen hier direkt vor Ort stattfinden können und wir uns als Kollegen auch gut ergänzen und zusammenarbeiten können. Zusammenarbeit, die Früchte trägt. Heute kann man auf 10 Jahre erfolgreiche Entwicklung in diesem Wohnquartier und auch darüber hinaus zurückblicken. Wir haben festgestellt, dass genau das, was wir wollten, nämlich eine Stabilisierung hier stattgefunden hat. Ein Gefühl der Einwohner, dass sie hierher gehören, dass sie hier richtig sind. Und das ist eigentlich für eine Stadt genau das, was man braucht. Ne? Menschen, die nicht nur irgendwo wohnen, sondern sich auch heimisch fühlen, die kümmern sich dann auch um die Umgebung. Das heißt, das, was wir vor Jahrzehnten hier hatten, eine Vermüllung und Vernachlässigung, das ist alles so weit zurückgedrängt. Und darauf darf man stolz sein. So verweist ab jetzt auch ein neues Werbebanner, bunt und gut sichtbar, auf die Angebote hier vor Ort. Angebote gab es an diesem besonderen Nachmittag natürlich auch für Mieterschaft und Gäste des Hauses, für Jung und Alt. So konnte mit der hintersten Mühle gespielt und gewonnen werden. Und es war, wie es sich für ein kleines Fest gehört, auch für das leibliche Wohl gesorgt. An diesem kühlen Januartag war das Feuer dann abschließend übrigens nicht nur zum Aufwärmen da. Mit hereinbrechender Dämmerung sorgte Retra-Feuercrew-Profi Carsten Nix für einen beeindruckenden und effektvollen Abschluss dieses Projektjubiläums in der Neustrelitzer Straße 103 bis 109.